Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Building on a Budget hier im Adventskalender. Und ja, ich hoffe, ihr genießt die Zeit hier und die Videos. Und ja, mir macht es wirklich richtig, richtig Bock, für euch die ganzen Videos hier bereitzustellen. Und wir gucken uns heute das Birds Agro Deck an. Also wer kann schon mal sagen, ich habe jemanden mit Vögeln verprügelt. Das klappt mit dem Deck wirklich ausgezeichnet. Ich habe das Deck oft getestet und es ist einfach viel, viel besser, als ich dachte. Es hat sich, glaube ich, auch ein Zuschauer gewünscht, mal ein Bird-Deck zu haben. Ich weiß leider nicht mehr deinen Namen, aber falls du das jetzt hier gerade siehst, fühl dich angesprochen, inspiriert von dir. Lass mal einen Kommentar da, wenn du das hier siehst. Und ja, das Deck ist wirklich ein richtig hartes Agro-Deck geworden und ist auch sehr preiswert, aber wir gucken uns erstmal das Deck an. Die Bewertung gibt es natürlich dann wie immer am Ende. Als One-Drop, der erste ist Judge's Familiar. Für ein Mana 1-1 fliegend und wir können ihn opfern, um einen Instant- oder Sorcery-Spell zu countern, es sei denn, der Besitzer bezahlt ein Mana mehr. Das Deck will wirklich aggressiv sein, deswegen ist es auch wirklich wichtig, das Familiar zu spielen als One-Drop, weil es halt einfach einer der einzigen Vögel ist für einen Mana und sein Zusatzeffekt ist tatsächlich noch super nett. Kann man auf jeden Fall hier mitnehmen. Dann das Stormscape Familiar. Das ist wirklich, wirklich stark. Für 2 Mana 1-1 fliegend. Weiße Spells, die wir spielen, kosten 1 Mana weniger. Schwarze übrigens auch. Interessiert uns nicht. Wir sind weiß-blau. Und was wirklich gut ist, weiße Spells kosten 1 weniger. Optimale Kombination ist an der Stelle der Squadron Hawk. Der ist für 2 Mana 1-1 fliegend. Wenn er das Spielfeld betritt, dürfen wir unsere Bibliothek bis zu 3 Karten durchsuchen, die ebenfalls Squadron Hawk heißen, und diese auf die Hand nehmen. Dadurch können wir halt den Hawk einfach für ein weißes Mana spielen und sobald das Familiar liegt, einfach die Hawks für ein Mana rausklatschen für 1-1er Flieger. Hört sich noch nicht gut an, wird aber gleich gut. Dann Battle Screech für 4 Mana Nexerei. Wir kriegen 2 weiße 1-1er fliegende Bird Tokens und Flashback. Wir können es also noch einmalig aus dem Friedhof spielen, bevor es dann ins Exil geht. 3 ungetappte weiße Kreaturen, die wir kontrollieren, tappen. Und dann kriegen wir halt wieder 2 weiße 1-1er. Auch wirklich geniale Karte, muss man auf jeden Fall auch hier in dem Deck spielen. Auch 4-mal. Mit den Squadron Hawks hat man auch genug weiße Kreaturen in der Regel auf dem Feld, um sich halt noch mehr Tokens zu machen. Dann das Geile ist, dieses Deck spielt 8 Hymneneffekte, also Pump für all unsere Tokens. Und auch wenn die nur 1-1 sind, sobald sie 2-2 sind und fliegend, sind sie eigentlich fast immer unblockbar und dadurch halt wirklich eine Gefahr für den Gegner. Und eine Hymne für 2 Mana wie Favorable Winds ist halt wirklich gut. Verzauberung für 2 Mana. Alle Kreaturen, die wir kontrollieren, die Flugfähigkeit haben, kriegen +1/+1. Das ist stark. Für solche Effekte bezahlt man in der Regel 3 Mana. Und dadurch, dass unsere fliegenden Kreaturen halt ein bisschen teurer sind durch ihre Evasion als andere Bieter, es ist nur fair, dass hier die Hymne 1 Mana weniger kostet und sie ist wirklich stark. 4-mal im Deck. Swarming Bird ist nur eine Ergänzung für Soulcatcher's Aerie. Erstmal das Aerie für 2 Mana eine weiße Verzauberung. Immer wenn ein Vogel bei uns in den Friedhof gelegt wird, kriegt das Ding eine Federmarke. Und alle Vögel, die wir kontrollieren, kriegen +1/+1 für jede Federmarken auf dem Aerie. Das ist natürlich schon mal ziemlich stark, weil das eine potenziell sehr starke Hymne sein kann. Am Anfang macht sie natürlich nichts, das muss man natürlich auch erwähnen an der Stelle, das muss halt gesagt werden. Aber sobald da eine Marke drauf ist, können wir mit dem Strumming Bird da richtig Druck aufbauen. Dieser ist nämlich ein Vogel für 2 Mana, 1-1 fliegend. Und wenn wir dem Spieler Kampfschaden zufügt, dürfen wir proliferaten, zu Deutsch wuchern. Das heißt, wir suchen uns eine beliebige Anzahl an Permanents aus, die irgendwelche Marken auf sich hat. Und dann kriegt die eine zusätzliche Marke dieses Typs. Also sobald wir auf der Aerie die erste Marke haben, können wir mit dem Strumming Bird immer mehr Marken drauflegen. Und unsere Vögel werden einfach immer stärker, das einfach mega gut ist. Dann ein bisschen Zubehör, Mask of Memory für 2 Mana, eine Ausrüstung, die wir für 1 an einen unserer Vögel anlegen. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, dürfen wir 2 Karten ziehen. Und dann müssen wir eine abwerfen. Also Kartenvorteil ist auf jeden Fall gut. Das Equipment ist besonders gut, weil wir halt einfach ungeblockt angreifen können und immer schön Karten ziehen können und einfach die Hand auffüllen können. Auf jeden Fall stark. 4-mal Oblivion Ring war ich erst skeptisch, den zu spielen für 3 Mana, weil wir wollen eigentlich schnell sein und ich fand 3 Mana zu viel eigentlich. Aber wenn der Spielfeld betritt, können wir ein anderes Non-Land-Permanent unserer Wahl ins Exil schicken und diese bleibt auch so lange dort, bis der Oblivion Ring das Spiel verlässt. Dann kriegt der Besitzer die Karte halt zurück auf, also kommt die zurück ins Spiel. Ja, ich war erst ein bisschen skeptisch wegen den 3 Mana-Kosten, fand es dann aber okay, aber als ich dann mit dem Stormscape Familiar die Karten so ein bisschen gespielt habe, weiße Spells kosten ein weniger, Oblivion Ring für 2 und auf einmal ist das extremst stark. Also durchaus 4 O-Ringe rein in das Deck, es passt auf jeden Fall.
Dann die Glacial Fortress im Länderbereich viermal. Im Budgetbereich wollen wir nicht so viel Geld ausgeben. Ihr könnt die Mana Base natürlich beliebig erweitern. Könnt auch mit vier Guild Gates anfangen, mit vier Azorius Guild Gates anfangen. Diese kommen zwar getappt ins Spiel. Ist für den Anfang okay, wem die Mana Base zu wackelig ist, der kann natürlich auch vier Glacial Fortress und zwei Guild Gates vielleicht spielen. Muss jeder wissen, wie viel Risiko er da eingehen möchte. Inseln Plains natürlich auch drin und noch ein Land, viermal Seaside Haven. Macht farbloses Mana, es kommt ungetappt ins Spiel, das ist schon mal gut. Und wenn wir zwei Mana tappen, können wir einen Vogel opfern, um eine Karte zu ziehen. Das ist natürlich cool, Karten nachziehen, besonders wenn wir das Soulcatcher's Airy draußen haben, wollen wir zwanghaft, dass ein Vogel stirbt und uns da nicht auf den Gegner verlassen, dass wir was totblocken, also dass wir mit unserem Vogel was blocken, damit der stirbt oder dass er abgeschossen wird, man weiß es nicht. Man will das Airy mit Marken aufladen zu einem Zeitpunkt, wann man möchte und der Seaside Haven hilft einem einfach dabei. Man kann auch schön das Rock Eye da reinopfern, ist eine Kreatur für 3 Mana 0-3 mit Defender, ist sogar sofort ein Vogel. Und wenn das Rock Eye stirbt, gibt es ein 3-3er Bird Token mit Flugfähigkeit. Ist nett, ist nicht die beste Karte, deswegen auch nur zweimal im Deck. Aber sie harmoniert einfach super, unter anderem mit dem Seaside Haven und man hat auch einen Blocker auf dem Boden, was eigentlich auch nie schadet. Kommen wir zur Bewertung. Das Deck liegt bei ungefähr 25 Euro, also kriegt es im Bereich Budget immer noch 3 von 5 Sternen. Es ist schon recht billig, aber es sind ein paar ältere Karten dabei, die sind ein bisschen schwerer zu kriegen auf MKM. Deswegen habe ich da einfach mal die 3 Sterne gegeben, wobei man mit ein bisschen Glück natürlich auch für 20 Euro das Deck kriegen kann, ohne Porto natürlich. Im Bereich Synergie hat das Deck 2 von 5 Sternen. Natürlich haben wir gewisse Synergien, aber es ist nicht das klassische Deck, was so mega hart ineinander synergiert. Natürlich, die Vögel passen alle zusammen. Stormscape, Familiar, Squadron Hawk harmoniert super. Soulcatcher's Airy und Seaside Haven. Es passt halt alles wohl zusammen. Man hätte da auch 3 Sterne geben können, aber es ist für das Deck jetzt nicht wichtig, wie stark es synergiert, weil das einfach nicht die Stärke des Decks ist. Kreaturengröße, ja auch streng genommen nur 2 von 5 Sternen. Die Kreaturen sind eigentlich alle 1-1. Mal gibt es einen 3-3er Vogel. Also, eigentlich ist es 1 Stern. Durch die ganzen Hymnen werden die Kreaturen aber schon stark. Aber wir müssen nicht wirklich fette Kreaturen haben, um das Spiel zu gewinnen. Flexibilität, 2 von 5 Sternen. Wir sind relativ straightforward. Die 4 Oblivion-Ringe, die irgendwie mal alles removen können, sorgt hier nicht für eine hohe Flexibilitätsbewertung. Ist auch nicht klar. Und wie gesagt, die 3 vorherigen Punkte, Synergie, Kreaturengröße und Flexibilität, sind nicht, was das Deck ausmachen, sondern das Tempo. Das Deck ist wirklich schnell, 4 von 5 Sternen. Im Casual-Bereich kann das ordentlich die Gegner verprügeln und eigentlich müsste man hier 5 von 5 Punkte für Flavor-Bonus geben, wie ich finde, weil den Gegner mit Vögeln tothauen, bringt irgendwie einfach Laune. Das Deck ist nicht unfair, es ist definitiv fair, es hat nette Synergien, macht Spaß zu spielen und ist auch nicht teuer. Ja, das war auch schon das Vogeldeck. Lasst gerne Kommentare da, ich freue mich auf jeden Fall immer und hoffe, ihr habt Bock auf das Deck. Vielleicht findet sich ja jemand, der das Deck auf jeden Fall auch spielen möchte. Und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.